Hallo Sido, wie geht's? Mir ist kalt. Davor die Antwort war ein bisschen. Die Antwort davor war ein bisschen länger. Da habe ich gesagt, dass ich auf der Bühne war und dass ich 40 Minuten lang in minus 20 Grad eine Show gemacht habe. Und weißt du, wie ein Kühlschrank funktioniert? So ungefähr. Der funktioniert Erklär's mit Wärme. Wärme aus Wärme. Hinter dem Kühlschrank ist so ein Gitter. Das erzeugt Wärme wie eine Heizung. Und es zieht die Luft an und die Luft wird gekühlt durch. Es zieht die kalte Luft an. Also je wärmer du bist, desto mehr kalte Luft ziehst du an. Und ich habe sehr viel geschwitzt auf der Bühne und desto mehr kalte Luft habe ich meinen Körper angezogen. Kannst du mir folgen? Ja, ich folge dir. Oder also ich bin nur, schon bist du dabei. Einfach nur fasziniert von mir. Was ist nicht genau? Was ich fragen wollte, ist, ob es was Besonderes war, so in diesem Kessel aufzutreten. Das hat man ja krass. Nicht jeden Tag. Ich habe mich gefühlt wie so ein Römer. War ja wie so eine Arena. Und ich dachte, okay, jetzt kommt gleich der Löwe und ich muss den Dreizack rausholen. Nee, aber ich find dieses Interieur, wo wir heute aufgetreten sind, sehr schön. Ich fand das sehr schön. Es wäre schön gewesen, wenn während ich rappe noch so ein Typ so springt, ja, fünf Saltos das macht spektakulär gewesen. Und auf den Nacken landet. Ja. Und so einen roten Fleck hinterlässt auf der weißen Bahn. Aha. Na, ja, man kann nicht alles haben. Du selber hast auch Snowboard-Erfahrung? Ja. 5 Minuten lang stand ich mal auf einem Snowboard. Mhm. Sonst Skifahren oder einfach auch gar nichts? Auch nicht. Beine brechen, da habe ich viel Erfahrung. Rodeln? Rodeln, das mit einem Schlitten? Ja? Ja, das kann ich. Eislaufen? Nein. Ich kann pokern. Wenn wir von Sport reden wollen, pokern kann ich sehr gut. Pokern. Aber die Sprünge heute hast du dir ein bisschen angeschaut oder ich habe ein nicht? Paar gesehen, halsbrecherisch. Sehr viel Respekt davor, ich würde mich das nicht trauen. Gut, dann vielen Dank das für war's. Dein Interview. Wo ja, willst du noch was erzählen? Wo sind denn die investigativen Fragen? Sag du mir eine. Wie fandst du den Puff in Innsbruck? Hättest du fragen können. Hast du den Puff? Habt ihr keinen Puff in Innsbruck? Na doch, zwei. Siehst du? Wie fand ich den? Weiß ich nicht, vielleicht gehst du heute noch hin. Wie heißen die denn? ich glaube La Villa und andere weiß ich nicht. Wo sind die? Einer im Industriegebiet und einer beim Hauptbahnhof. Wo würdest du hingehen? Da zum Hauptbahnhof. Danke. Schön aus von außen. Also ich gehe nachher zum Hauptbahnhof, je. Yeah. Aber es gibt auch noch eine Aftershow-Party, wenn wir jetzt doch schon dabei sind. After hast du davor noch Show. Hinzugehen? Ich habe schon genug After gesehen, ich muss nicht nochmal eine Aftershow sehen. Schläfst du in Innsbruck oder fahrt ihr gleich heim? Ich werde jetzt nach Wien fahren. In meine zweite Heimat, da werde ich jetzt hinfahren. Ja. Ah ja, klar, da gibt es ja dein Programm und so. Heute, ja. Okay, danke schön. Bitte. Servus.